Arenaleiter Rematches Teil 3 von 3. Ich hoffe es, im letzten Part hat uns Wellenbrecher Marinus tatsächlich auf dem falschen Fuß erwischt und ein wenig hingehalten. So konnten wir im letzten Part nur die vierte und die fünfte Arena nochmal mit einem Rematch abschließen. Schaffen wir es heute also, die sechste, siebte und achte Arena zu meistern? Das wird sich zeigen. Stahl bei Adam. Eis bei Frieda. Und Elektro bei Volkner. Das sind heute die Ziele. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das erträume, dass wir die alle heute klatschen. Gegen Adams Stahl-Pokémon. Ich gehe davon aus, dass er jetzt wirklich ein paar hat. es ist natürlich Panferno die beste Wahl. Sowohl Kampf als auch Feuer ist gut gegen Stahl. Aber wir könnten auch mit Boden kommen von Knackrack. Also, wir haben einen Joker. Ah, hallo. Veit hat mir schon von deinem Erfolg erzählt. Du wurdest in die Ruhmeshalle aufgenommen. Kein Wunder, dass mein Sohn und ich uns mit dir so schwer getan haben. Aber diesmal leiste ich mir keine noch so kleine Unaufmerksamkeit. Ich war dir gegenüber nur zu weich. Also komm, let's play, Markus. Ich bin doch schon da. Was willst du denn? Stahlos nehme ich an. Sechsmal Stahlos. Panzer Eron. Ja. Das ist was. Hatte ich einen Omega Rubin im Team. Damit kann man arbeiten. Über welchen Level reden wir denn? 69. Okay. Dann Flammenwurf! Mit ein bisschen Glück kann Panferno hier vieles one-hitten. Was gut wäre. Oh, Robustheit. Ich hasse es. Aber er macht nur Eisenabwehr. Dann ist okay. Was gut wäre für mein Vorhaben, heute drei Rematches reinzupacken. Es wird wild. Es wird wild! Was hat er denn für Probleme hier? Also du meinst, du fühlst dich jetzt ein bisschen schlau, ne, Adam? Aber ohne Eva bist du gar nichts. Na, obwohl, Moment. Ja, aber... Ja, weil das voll geheilt war halt. So tust du doch nur deine Top-Genesung weg fürs Spammen, oder? Die Robustheit war halt wieder aktiv, weil er die KP wieder voll hatte. Okay, think about that. Jeder Arenaleiter mit 6 Pokémon im Team. Empoleon. Ja, gut, ne? Ich weiß, ja. Weißt du was? Scheiß drauf! Denn ich komme nicht mit Feuer, ich komme mit Kampf. Spüre das, du Pinguin. Erinnert mich irgendwie total an den Pinguin von Tabaluga? War es Tabaluga? Jawohl, Down. Hast du so gedacht, ne? Feuer-Pokémon ausschalten. Pustekuchen. Ah ja, das versprochene Stahlos. Darf nicht fehlen. Ich bringe es zum Brennen. Die Stahlarena brennt, hat doch keine Robustheit. Okay. Ja, wir gehen durch den Stahl durch wie Butter. Das finde ich gut. Stolos ist ein Koloss, aber auch da. Was soll mich aufhalten? Ich habe eine bessere Init. Oh, what? Was soll mich aufhalten? Ich habe eine bessere Init. Was zur Hölle? Muss Papa jetzt regeln, Papa Knackrack. Was ist denn mit ihm los? Level 71 ist halt nicht von schlechten Eltern, ja, aber... Was ist mit ihm los? Magnezone. Tja, da hätten wir ihn jetzt gebrauchen können.
Andererseits hat er bestimmt keine Schwebe. Let's go. Auch wenn er schwebt. Robustheit. Fokusgurt. Er zieht alle Register, aber er kann sich nicht halten. Ach, jetzt schwebt er. Das ist ja ein Ding. Oh. Als ob der die Schwebe trotzdem noch auspacken kann. Dann gibt's viele Gründe, jetzt Panferno wieder zu beleben. Da gibt's jetzt viele Gründe. Der wird da jetzt reingrinden. Tut mir leid, Knackhaak. Leg sie nieder. Ja, wenn Boden nicht mehr geht, dann muss es Feuer richten. Lohe Kanonade. Geh auf Nummer sicher. Wobei ich behaupte, es würde auch funktionieren mit Flammenwurf. Es hätte gereicht. Magnuson hatten wir im Team in Pokémon Schwarz 2. Sehr episch. Och, jetzt wird's eng. Fiel mir jetzt viel zu viel ein, was ich sagen könnte. Er setzt jetzt erst Tarnsteine ein. Das ist ja am Ende des Kampfes eine verlorene Runde. Er steht. Er steht. Dieses bewegungslose Etwas, es steht. Oh yeah. Wird er noch eine Top-Genesung raushauen? Das ist die Frage. Das ist selten dämlich. Ich denke jetzt nur daran, ihn zu finishen, aber eigentlich... Noch ist nichts entschieden. Stahl wird schließlich auch mit jedem Hammerschlag stärker. Ist das so? Hat verfehlt. Prost! Er kann ihm aber auch nichts. Er kann ihm nichts. Er heilt nicht. Ja, dann tschüss. Wenn du Flebis auch mal wieder einen Sieg vergönnt. Wild. Wild! Oh, es war ein toller Kampf. Ja, schon. Meine zusätzlichen Trainingseinheiten auf der Eiseninsel haben offensichtlich nicht ausgereicht. Tja, da macht sich der Altersunterschied eben doch bemerkbar. Hier ist ein Sticker, den ich für gewöhnlich benutze. Das war nichts Besonderes, aber ich hoffe, er gefällt dir. Okay. Wir müssen weiter. Was machen wir gegen die Eis-Pokémon in Blizzach? Auch da ist Panferno vermutlich wieder... offensichtlichste Wahl. Aber es ist auch die beste Wahl. Gegen Eis funktioniert noch Kampf. Gestein, oder? Gestein? Und Stahl. Kampf. Stahl, Gestein. Und natürlich Feuer. Starten wir wieder mit der offensichtlichen Wahl, ne? Das hilft dir nix. Ach nee, sag mir jetzt nicht, was ich denke. Sag mir nicht. Schon, Shortcut, Shortcut.
Shortcut, Shortcut. Oh, ich krieg's nicht, ne? Dann lass es auch. Na hoch, wie von Zauberhand. Nach einem Schnitt alles verschwunden. Komisch. Mein Glückwunsch zum Einzug in die Ruhmeshalle, Let's Play Markus. Ich habe schon drauf gewartet, dass du kommst. Du hast nicht nur gezeigt, sondern... Nee. Du hast nicht nur mich besiegt, sondern auch die Top 4 und bist so richtig schnell berühmt geworden. Ist es nicht total cool? Cool, wisst ihr, Wortwitz. Deine Leistung hat mich auch nochmal so richtig dazu motiviert, dich besiegen zu wollen. Das hat für mich jetzt oberste Priorität. Ja, und ich will schnell durch, ne? Hey. So ist das nun mal, so ist das Leben. Frieda. Okay, ja, Rex Blizzard ist direkt so ein Kandidat. Ja, ich habe den halt auch aus meinen Planungen entfernt, weil der nicht die coolsten Werte hat. Cool, versteht ihr? Durch die Story kommt man mit dem wohl durch. Lass hier mal besser nichts anbrennen, oder doch? Oh, jetzt fangen wir an, lustig zu werden, ne? Was hast du noch? Komm, sag mal an. Frostetje haben wir heute schon gesehen. Ja, also. Heute nicht das letzte Mal. Ja, Mammutell kriegen wir auch hin. Der kann natürlich mit Erdbeben mir den Gar ausmachen, aber der dürfte jetzt wirklich ein bisschen... Oh. Rückschlag wegen Lohe-Kanonade. Ja, gut. Da habe ich mich natürlich wieder selbst... rangekriegt. Nichts, was wir nicht hinkriegen, Abe. Ja, das ist halt auch das Bild. Ja, Knackrackner, mach einfach deinen Job. Oh, das ist nicht wahr. Dann mach doch einfach mal deinen Job. Das ist super. Die Hagelkörner. Die Hagelkörner. Auf geht's. Ja, die Frage ist jetzt, der kann auch wegtanken, ne? Aber Flammenwurf. Es wird reichen. Mhm. Hagelkörner. Da hat die natürlich keine Probleme damit. Lilanes Gesicht, ganz klar. Und ich habe ein bisschen Glück. Fokusband. Oh Mann, ey. Ich habe schon gesehen, weil nur ein Fitzelchen in der Leiste übrig war. Und die ist halt echt schneller. Banfeno besiegt die zwar, aber dann kommt der Hagel, wie auch immer das hier drin hageln soll. Okay, okay, okay. Das bitter. Jetzt ist dran Bronzong! Da gibt's auch was von Ratiofarm, oder? Gute Preise. Gute Besserung. Lichtkanone. Gut. Also es ist jetzt nicht so das Drama wie gegen Marinus. Das gibt mir Hoffnung. Auch wenn uns Elektro noch bevorsteht, aber ja. Glaziola. Kriegen wir hin. Evoli-Entwicklungen sind jetzt kein Ding der Unmöglichkeit. So schön sie auch sind. Versucht wird es mit einem Fluchtwert.
durch Doppelteam, aber mit ein bisschen Pech. Für Frieda und Etlasiola. Was? Oh lol, war das... Und das Ding hat Überreste. Das war diese Aurora-Schleier oder wie das hieß, ne? Oh, mach jetzt nicht diesen. Okay. Ich bin ja optimistisch, dass ein Flammenwurf reicht. Und ich habe jetzt auch keine Vorstellung davon, wie ein Glaziola Panferno besiegen könnte. Und dieser Schleier geht auch nicht weg. Das ist natürlich... Viermal Doppelteam ist eine Ansage. Ich treffe trotzdem. Okay, lol. Na dann. Das ist natürlich ärgerlich. Wenn ich viermal Doppelteam einsetze und der Gegner trifft sofort, dann bin ich natürlich... Jetzt ist der Aurora-Schleier erst weg. Was war denn das Problem? Verblüffend. Konzentrier dich wieder, Frieda! Nee, mach nicht. Mach nicht. Das ist natürlich eine Ansage, das ist ganz klar. Das nenne ich logische Konsequenz. Aber jetzt komme ich. Ah, ja gut. Lohe Kanonade. So wird's gemacht. Sauber. Ich find's schön. Ich wusste, dass du stark bist, aber das war der Hammer. Meine Konzentration hat nicht gereicht. Wow, einfach nur wow, du warst viel stärker, als ich erwartet hätte. Und zwar nicht nur in puncto Konzentration, sondern vor allem bei der Technik. Zumindest hatte ich diesen Eindruck. Hier ist ein Sticker von mir. Kältesticker B. Muss zugeben, als hier Sneeble aus dem Pokéball kam, sah ein bisschen cool aus. Aber ich glaube, ich werde mich trotzdem nicht mit den Stickern beschäftigen, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das machen wollen und sollen würde. Deswegen überlasse ich das den Gegnern. Ja gut, wenn ich... Weiß nicht, nee. Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund, jetzt nicht direkt die nächste Arena zu machen. Doch einen wüsste ich vielleicht. Das schiebe ich auch noch hier rein. Und zwar Shopping. Shopping. Top-Genesung. Neun Stück. Andererseits brauche ich die auch nicht mehr, glaube ich. Bräuchte auf jeden Fall die hier. Schon sind wir wieder blank. Hat er blank gezogen, ne? Kommt schon, die folgende Arena machen wir auch noch. Und im nächsten Part geht's zurück zur Top 4. Und da sollte ich schon mal anfangen zu zittern. Oder? Ich denke schon. Ich denke, das kann man so sagen. Auch hier offensichtliche Wahl, Boden gegen Elektro. Ich glaube auch kaum, dass die Knackhack großartig die Stirn bieten können. Oder was meint ihr? Das werden wir sehen.
Diesmal könnt ihr das Rätsel ruhig wieder miterleben. Das ist auch so ein bisschen, ne? Das Let's Play Revue passieren lassen. Wo wir schon überall waren. Man hätte das natürlich schon längst beenden können. Ich meine, wir hatten den Ende-Bildschirm. Ihr versteht. Aber ich glaube, es ist halt außer den Rematches wirklich nichts mehr aktuell zu tun. Wichtiges. Da kommen mir langsam die Tränen, weil das ist doch ein ganz nices Let's Play geworden, hä? Bisschen die Tränchen muss man da schon verdrücken. So, wird's gemacht. Jetzt wird gelacht, morgens um 7:30. Du bist ganz schön spät dran, ich bin schon total erledigt vom Warten. Seit unserem Kampf waren viele hier, um mich herauszufordern, doch keiner von ihnen konnte mein Herz zum Erzittern bringen. Nicht so wie du, Let's Play Markus. Du hast den Champ besiegt, also bist du sicher noch viel stärker geworden. Enttäusche meine hohen Erwartungen nicht. Ja, bei ihm müsste sich am wenigsten getan haben, weil... ja, ist dann nicht so lange her wie bei den anderen. Aber dann schauen wir doch... was... Pelipper. Pelipper. Aber warum? Aber warum? Pelipper. Elektro-Pokémon-Arena-Leiter. Es ist... ja, bei der 8. Arena ist manchmal so ein bisschen durcheinander, ne? Bei der 8. Arena heißt manchmal ab und zu hier dies, das, Ananas. Doch ein Kessel buntes. Aber das haben sie hier bei Volkner nicht gesagt. Also Octillerie, ne? Den es in der Arena hier gab. Habe ich irgendwo noch verdrückt. Da habe ich irgendwo noch gesagt, Prudis, ist doch nicht schlimm. Octillerie. Der hat ein bisschen Gelb drinne. Als ob, warum? Innit? Da habe ich dann nochmal so. Danke, Boyelin. Octillery ist nur Typ Wasser, aber ich, der kann manchmal ein bisschen... der kann manchmal ein bisschen Elektro. Aber Pelipper gar nicht. Deswegen habe ich dafür wenig Verständnis. So, und wegen der Init darf ich gerade nochmal, ne? Man kennt's. Leider reicht es nicht, aber trotzdem. Fast. Wäre schön gewesen. Mach doch mal daneben. Okay. Ja, Entschuldigung, dass ich darauf nicht vorbereitet war, ehrlich. Inferno ist jetzt auch ein bisschen schwierig. Aber vielleicht klappt's. Der hält ja auch einiges aus, der Pelipper. Der hat hier halt nur absolut nichts zu suchen. Ich schwör. Raichu, jetzt kommen sie mir so, ne? Jetzt geht's los. Regen, warum? Was haben die... ach, ich sag euch warum, was das soll. Okay. Pelipper ist nur dazu gut, um es regnen zu lassen. What, der kann Surfer? Ich dachte daran, dass manche Elektroattacken ja besser treffen, wenn es regnet, weil Strom leitet. Ist so, es ist so. Ich glaube, Donner trifft dann immer. War es nur Donner oder allgemeine Elektroattacken?
Da geht die Genauigkeit hoch. Wenn das seine Taktik ist... Die können halt alle Wasser. Die sind gegen Boden-Pokémon schon mal vorbereitet. Ich glaube, Elektro hat keine anderen Schwächen. Ja, logisch. Da Elektro keine anderen Schwächen als Boden hat, wissen die alle auf Boden eine Antwort. Ekelhaft seid ihr. Ekelhaft. Hier, du Flebes. Hat mal Zeit. So, hat aufgehört zu regnen. Jetzt lasst mir aber auch nicht mehr die Butter vom Brot nehmen, ne? Ihr habt euren Überraschungsmoment gehabt. Ja, haben wir gelacht, haben wir gelacht. Yay. Und jetzt geht ab die Luzi hier. Schon wieder Fokusgurt, ne? Warte, wie viele Effekte kommen? Fokusgurt. Autsch. Oh, ich habe sowas ähnliches wie ein Fokusgurt. Hau die Top-Genesung raus. Aber ein Fokusgurt ist keine Robustheit. So gesehen ist Robustheit noch nervtötender. Dennoch gibt mir das zu denken. Das kann bei den Top 4 echt richtig mies enden. Das wird es auch. Blitzer, schon wieder so ein Kandidat. Was macht die Init, ist die Frage. Schade, ich wusste, dass der so schnell ist. Aber ich dachte, der Levelunterschied könnte es wegtanken. Ja, hab nichts mehr, ne? Du schaffst es, wenn du flebst. Ist das nicht so? Ich bin mir auch unsicher. Sind Giftattacken noch stärker? Auf vergiftete Pokémon? Da war doch irgendwas. Irgendwas in der Richtung war da. Aber ich sehe schon, das geht gut klar. Donner hätte Venusleben auch nicht gekillt. Gut, weg den Dreck. Wen hat er denn noch? Luxtra hat er ja auch bereits eingesetzt. Elevoltec. Elevoltec also. Das ist eine Hausmarke. Wunderbar, was für ein packender Kampf. Ja, ganz klar. Also wunderfantastisches Pokémon. Ich werde mal mit aller Stärke draufhauen. Ei, Karamba. Level 75. Das zwiebelt. Venusleben kann das. Der kann halt einstecken gegen Elektro, deswegen habe ich den hier oft rausgepackt. Oh, er kann... Warum? Er kann Flammenwurf. Ich sag mal, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich fürchte auch, Blattgeißel reicht nicht, trifft aber auch nicht mal. Jetzt, wo ich den Klemmer stecke, macht es sogar noch mehr Spaß. Ich kann nicht zuerst angreifen. Kann Flammenwurf. Er kann eiskalt Flammenwurf. Vielleicht hätte Blattgeißel zu spät. Auch der Reflektor schuld gewesen, ja. Wenn du flebst, mach das. Ewig her, dass ich Elevoltec in Pladi Platin im Team hatte.
Aber es war gut. Ein sehr gutes Pokémon. Ich glaube an dich. Du kannst das. Ach. Ich fall vom Glauben ab. So, wenn er noch einmal macht, wird er geheilt. Von der Saftsau da hinten. Deswegen schnell mal ein bisschen wegerbeben. Danke. Gut. Aber nicht schlecht, Herr Specht. Also das war ordentlich. Das war ordentlich. Haha, was für eine erfrischende Niederlage. Was du so erfrischend findest. Von einem Trainer, der es in die Ruhmeshalle geschafft hat, hätte ich auch nichts anderes erwartet. Die Kämpfe mit dir stecken immer wieder voller Überraschungen und Entdeckungen. In diesem Sticker steckt mein glühendes Gemüt. Du kannst ihn benutzen, wenn du magst. Der Funkensticker. C. Wir haben alle 8 Orden nochmal geholt, meine Freunde, meine Damen und Herren. Mit den Rematches. Das fühlt sich gut an, das ist eine feine Sache, das freut mich. Dann müssen wir zu den nächsten Schweinereien schreiten und zwar im nächsten Part zur Pokémon-Liga und da die Rematches machen. Und ich glaube, das wird wehtun. Da gehen wir an die Schmerzgrenze und darüber hinaus. Deswegen würde mich sehr freuen, wenn ihr da wieder dabei seid. Jawohl. So sieht's aus. Heute tatsächlich 3 Arenen reingepackt in die Bude. Ist doch heftig, oder? Es ist doch heftig. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ach Quatsch, hier bist du doch falsch. Sag mal. Kann sich also vor das Pokémon Center vor der Siegenstraße hinbringen lassen. Heilen, sich beeilen. Items sind gut ausgestattet. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Vielleicht gebe ich Knackrack. Besseres Item. Aber das klären wir im nächsten Part, Freunde. Also haut rein und bis dann und ciao!